Hi Leute, jetzt geht's weiter mit Fighter. Nee, Scheiße, was nehme ich gerade auf? Bei Plan Margera. Genau, mit den Doppeldeckern. Ich habe ja schon eine Doppelrunde aufgenommen gehabt. Oder eine Doppelfolge. So ergibt Sinn. Die war halt nur nicht ganz so prickelnd, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich versuche es jetzt nochmal. Und danach gibt es noch einmal oder zwei Runden mit den Russen. Weil ich, wie gesagt, nur eine aufgenommen hatte. Also, wie gesagt, weil ich es in anderen Folgen jetzt schon mal erzählt hatte. So. Ich stürze mich aber trotzdem anfänglich mal mit der Stuka rein, weil ich die noch gar nicht geflogen bin jetzt in all dem Tohuwabohu. Und ich denke mal, dass ich nicht allzu lange unterwegs sein werde mit der Stuka. Ich hoffe, jetzt ist die Wartezeit nicht so hoch. Eben gerade waren es so bei den Amerikanern knapp 2 Minuten. Das war schon ganz schön ordentlich. Aber es lief super, ne? Und ich glaube, ich habe einmal ersten Platz, einmal zweiten Platz in beiden, also in den Runden hier geschafft. Zieht sich hin. Auf jeden Fall macht das unheimlich Spaß, mal wirklich diesen alten, langsamen Krempel zu fliegen. Weil man kann ja alles Mögliche in der Luft machen, weil man steht ja fast in der Luft. Bei der Geschwindigkeit, das ist ja nicht toll, ne? Und das Einzige, was blöd ist, man kann natürlich nicht so hochziehen und großartig schießen, weil den Doppeldeckern verliert man innerhalb von wenigen Sekunden fast die komplette Geschwindigkeit, ne? Von daher hat sich so ein Thema dann eigentlich erledigt. Es sei denn, man hat zu viel Luftüberlegenheit. Air Domination. Ey, ich glaube, mit denen hatte ich auch so eine Luftüberlegenheit. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Ich habe schon ein paar Folgen aufgenommen, ne? Warum Malta und nicht Stalingrad? Naja, am liebsten mag ich Stalingrad nicht. Gut, gehen wir rein. Und die Bombe kann ich ja noch wegnehmen. Naja, ist egal. Jetzt komme ich hier gleich rein. Dann klicke ich sie einfach aus und gut ist. Was habe ich hier für Abschmierer? Oh Gott. Hier kann man sehen, falls ihr euch wundert, dass die Embleme so klein sind. Das waren, glaube ich, die ersten Embleme, die ich je irgendwo drauf gemacht habe. Und ich wusste nicht, dass man die größer oder kleiner machen kann. Deswegen sehen die so beschissen aus. Oh, das ist eine richtig alte Schule hier. Wo kommt schon Gegner? Die flattern volle Granate nach vorne, oder? Denn da alles? Junkers gegen Junkers, Witwenmacher. Ja, ist alles nicht so mein Ding hier. Vielleicht die andere Junkers. Die MC200. Ich halte mich jetzt erstmal ein bisschen weiter oben auf hier. Ich warte kurz, bis die Junkers so relativ in meiner Nähe. Sie will durchziehen, aber ich will sie nicht lassen. Ah, das ist schon gut. Oh, hört ihr es? Zu geil. Echt zu geil. Oh. Ja, kann nicht mithalten mit dieser scheiß Junkers. Jetzt habe ich gewackelt. Oh, die hat ordentlich Splitterschutz da. Ich treffe auch nicht richtig. Ich fliege ja fast in die rein, ey. Scheiße. Oh, mal ab hier. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? Dieses Heulen. Von der Terrorsirene hier. Okay, ich habe nachgeladen. Ich nehme die Fury da, oder? Was ja nicht alles fliegt, ey. Knapp. Aber es hat funktioniert. Boah, hat sich aber ausbefördert. Okay, der Schütze ist ganz, gar nicht mal so schlecht. Oh ja, die Sirene. Wow, Bro, Sirene. Scheiße, Mann. Blöde Kitty Hawk. Guckst du, wa? Don't fuck with the Rice Adler. Oh, ich komm nicht ran. Also,
Hier großartig Luftkämpfe in irgendwelchen, mit irgendwelchen Manövern sind hier einfach nicht möglich. Das Ding ist ja voll der Ziegelstein. Ich hab keinen Treffer hin hier. Ne, alter Schwede. Ich krieg hier nur einzelne Treffer hin. Okay, ich habe ein Flugzeug zerstört, aber auch nur, weil ich da fast reingeflogen bin. Kann auch kaum noch Turbo geben. Ich brenne auch ohnehin ab. Wird die Kitty auch genug? Uah, komm, stirb. Ja. Schön Schrank dafür. Aber gut, wir haben uns relativ wacker geschlagen hier, finde ich. Markolins oder? Komm. War ich mit der Falco schon drin? Mit der Falco war ich drin, aber nicht lange genug. Gehen wir nochmal rein. Ich mag die Stuka, vor allem mag ich diese Sirene. Das war ja so mit so eines der ersten Mittel im Luftkrieg, so psychologische Kriegsführung mäßig, ne? Das habe ich schön gesagt, oder? Mit TBF vielleicht. Oh, zu weit hinten, zu weit hinten. 112er vielleicht. Come on. Komm her hier, komm, komm, komm. Ja, können wir hinkriegen, oder? Oh, what the fuck? Ha! Wir sind zu dritt ineinander gecrashed, mehr oder weniger, beziehungsweise der Sack von dem Typen oder haben wir reingeflogen. Oh, scheiße. Scheiße, ich bin wieder nicht lange genug da. Verdammte Axt, ey. Ja, vielleicht hätte ich damit rechnen sollen oder so. Aber ich habe einfach nicht drauf geachtet. Aber noch hier. Rudi Garner. War auch schon weg. Schon wieder die 112er. Nicht die, aber eine andere 112er. Spitfire. Ne, das krieg ich nicht hin. Nimmt er ja nicht. Glaubt schon. Irgendwer hat hier einen Crit bekommen. Alter, 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 alter. Jetzt geht das schon wieder los hier. Das ist in dem Bereich hier, finde ich, viel schlimmer als... Scheiße, Mann. Abschusshilfe. Ihr seid so Ausgeier hier. Beim Air Domination ist das echt krass. Vollkommen gestört. Aber was ist hier los? Die Welt. Oh, ich hab mal einen Kill gemacht. Ich nehme mir einen Schub zurück hier. Der schon so vor mir ist hier. Ja, treff ihn doch auch mal. Ah, fuck. Egal. Wir haben noch Unmengen Material hier. Der Krieg ist noch nicht verloren. So, die ganzen guten Flugzeuge sind weg. Scheiße, ich hab keinen Bock auf Reserve jetzt. Na komm, lass sie drin, das ist scheißegal hier. Oh. Vielleicht brauche ich ja noch ein bisschen mehr Schub zu bekommen. Ey, cappt man noch nicht? Cappt der echt? Also ich glaube, das ist Zufall, weil er gerade durchfliegt. SPD 3, obwohl von vorne will ich auch nicht kriegen hier.
Ja, brauche ich gar nicht hoch, ich habe kaum eine Geschwindigkeit. CBF weg. Jetzt sind wir nämlich ordentlich langsam hier. Das Ding ist nicht mehr so flott. Hurricane. I want to shoot you. Jetzt würden wir das Geräusch, jetzt würden wir so Überschall hier gleich erreichen. Hurricane. Er hat's probiert, das ist ein gutes Recht. Nur die Bomben rausklicken hier. Kipp ihn noch über. Oh fuck! Ja, one shot am Arsch, Alter. SPD-3 ist auch kein Hit hier. Aus. Ich hab den Führerbunker abgestürzt irgendwo. Nee, komm, C-Modell. Bloß nicht die A, ey. Voll unterlegen hier teilweise. Also ich will die scheiß Bomben lassen mit. Sau. Den hätte ich gerne noch kaputt gemacht. Der ist auch hinüber. Über mir ist das Wrack. Ja, ich stürze gerade ab, okay. Oder? Ja, komm wieder. So. Wieder Überschall. P40, ja, wissen wir. Ah, die schnell. Ein Hit. Das ist nicht viel. Ja, was war das für ein Ruckler jetzt? Wie ruckelt der denn hier in der Nähe, Alter? Oder auch, ey. Zum minimalen Funkenrealismus wäre schon noch schön hier. Hier ist noch einer. Auf Krakow. Oh. Ah, weg. G50. Mach schon weg. Die klauen mir alles hier. Lass mir doch mal was übrig. Die Spitfire. Das wird ein kurzes Zeitfenster, ein sehr kurzes. Wenn man dann noch trifft. Okay, ein Treffer ist drin, aber mein MG ist leer. Oh, jetzt wird's knapp. Ich habe einen Crit drin und haben nur Abschusshilfe, okay. Ich mach weg hier jetzt langsam. Kommt hier noch so alles, heikel. Ein Crit, ja. Das ist ein Kleinkaliber hier, ne? Konnte nicht allzu viel machen, ne? Leave me be. So, mir kocht das Wasser hier. Ich kann mir schon Tee machen jetzt. Na, vergiss es, Mann. Ich wusste, du wirst das machen. Wo ist er? Oh, wir haben ihn verloren. Weg ist er. Waren das wirklich alle? Ich muss den Schub rausnehmen. Mein Wasser ist schon ordentlich am Kochen hier. Wieso cappen die? Wer cappt hier? Ich bin doch gar keiner Captain.
So weit gehe ich nicht nach vorne. Ich gehe wieder ein bisschen zurück. Entschuldigung, respektive ich fliege zurück. Oh, ist gut. Man hat schon alle Flugzeuge verbraucht hier. Komm. Irgendwer, irgendwo. Über mir. Die Höhe will ich wohl nicht mehr erreichen hier. Spielt sich jetzt alles nur noch da ab, oder was? Dann bockt, dass so einer hier in Sturzflug runterkommt, dann. Oh, ich hab wieder Bomben. Was mach ich mit den Dingern? Ich muss irgendwie zu meinen Leuten. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich jemand irgendwie runtergestürzt. Schön, ne? Ja. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, da kommt was. Ne, es sei nur so aus, als würde was kommen. Ich hab bestimmt keinen Kopf. Scheiße, Mann, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Komm ja gar nicht hoch. Oh Gott, ey. Scheiße. Ey, kommt mal runter hier, hallo. Da kommt einer. Oh, da kommt einer. Du Junkerspisser. Okay. Das muss sein Ende sein. Es muss sein Ende sein. Da oben ja nur eine Abschusshilfe hier. Aber noch lebt er, oder? Ja, noch voll dabei. Oh, shit. Den habe ich natürlich nicht geachtet, wie es gehört. Crit oder so kriegt er auch nicht rein hier. Kriegt auch seinen Tank nicht kaputt. Jetzt ist was passiert. Klappe, alles kaputt. Wenn jetzt auch nochmal abstürzen würde. Das sah cool aus. Scheiße. Egal. So, fliegt die Stucke immer noch, oder was? Hör mal auf. Jetzt kommt der. Ich hab kaum ein Flugzeug, was ich auch schon verballert hab hier. Boah. Mal gucken, ob wir die Stucke noch finden. Das ist eine ganz schön lange Runde. Allzu viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Die Stucke scheint weg zu sein. Gut. Wie sieht es denn bei den Gegnern aus? Oh, die haben schon richtig viel verloren. Also ein Ticken mehr als wir. Da ist der Typ ja, Panaratus. So, Heikel. Schade ist coming. Supersonic. Weg. Ich habe ja nicht mehr allzu viel und will ja auch nicht alles verballern. Ich muss irgendwie so ein Scheiß. Ich krieg das Ding nicht kaputt. Ich krieg das nicht kaputt. Ich wollte auch nicht zwingend jetzt das Flugzeug an sich kaputt machen, sondern. Die ganze Zeit von dem BF hier verfolgt. Kleiner Penis. So. Treffer war drin. Ich bin einen Ticken wendiger, aber der versucht ja einen auf Pro-Gamer zu machen. Scheiße, ich wäre gerne in ihn reingestürzt hier. Den hätte ich gerne noch so gekillt. Alles nur kleine Treffer, die ihn nicht wirklich fertig machen hier.
Oh, jetzt geht mir die Munition aus. Hör mal auf, ey. Und er lebt immer noch, die blöde Sau. Und jetzt bin ich nicht mehr im Vorteil. Komm hier ran. Ein Crit. Heck ist beschädigt. Ich hoffe, das bricht ihm jetzt das Genick. Oh, Bäume. Schon etwas ungleicher Kampf hier, oder? Finde ich jedenfalls schon. Ah, Pisser! Buja! Was kommt da? Danke. Ich glaube, ich brauche nicht hochziehen. Ich probiere es trotzdem mal. Der hat für einen Splitterschutz hier. Das ist immer noch dieselbe brennende Herrenkel wie vorhin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, wo der hier hinzählt. Ich glaube gar nichts. Jetzt hat er irgendwie Crit gemacht, Höhenruder. Das könnte von Vorteil sein. Ich kann auch nicht mehr hinterher jetzt. Gut. Mein Motor ist hinüber. Scheiße. Ah! Fast! Fast! Die Zeit ist abgelaufen, alle haben verloren. Ja, so kann's kommen. Verdammt! Das war ein krasses Match. Habe ich selten gehabt, dass die Zeit ausläuft, ne? Also meistens Captain irgendwer oder irgendeine Gruppe hat halt alle Flugzeuge verloren. Aber das war eine richtig fetzige Runde. Ich habe 5 Flugzeuge verloren. Oh, guck mal, da bin ich auch nicht der Einzige. Oh, hier 7. Ja, mal ordentliche Schnitte. 7 zu 2. Oder 2 zu 7, wie auch immer. Aber schön, dass ich den einen noch bekommen habe. Das war ein richtig kranker Fight, mit der BF. Aber wie gesagt, irgendwann, ich kenne ja die BF und ich weiß, dass ziemlich alle Modelle irgendwann extrem an Energie verlieren, ne? Wenn sie lange Manöver fliegen und sowas alles. Ja. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen fertig, ey. Ich muss ein bisschen Age spritzen. Age im Sinne von Heringsaft. Vom rings eingelegten Rollmops. Was glaube ich eigentlich? Bin ein bisschen matsch im Kopf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Oh, 13 Kills, aber was ist denn geflogen? Frankel, Junke, na okay. Also kein Doppeldecker. So, dann fliege ich jetzt noch eine Runde mit den Russen. Ich hoffe, wir sehen uns gleich dort und ja, dann bis demnächst. Ne? Also, ciao.